weil die uns voll in den Arsch treten werden. Aber wir sind zumindest schon mal so weit, dass wir da einfach nur noch hingehen müssen und hamstern. Wir werden jetzt erstmal, was ist denn das? Ja, das ist Level 11, das ist gut. Wir sprechen mal mit ein paar Frauen hier. Erstmal speichern, weil ich habe schon ewig nicht gespeichert und ich habe schon so viel gequatscht zwischendurch. Da muss ich einfach nochmal speichern hier. Damit nichts verloren geht von dem Gequatsche. 300 Fuß, was? Nein, 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 das kann doch nicht sein. Ich wollte mit Vespulla, wo ist denn sie? Die ist doch in der Nähe. Und wer bist du denn? Eine Hure? Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Weißt du, alle gucken dich nicht mal an. Da werde ich beschimpft. Mutant, Mutant. Und wer ist die einzige nette Person hier in der ganzen Stadt? Die Hure. Die ist nett. Guten Tag, sagt die. Und hier hörst du nur. Wo ist denn jetzt Vespulla? Wo bist du denn? Da vorne. Junior sagt, du hast vereinbart, ihm mehr zu zahlen. Aber ich habe. Ich zahle jeden Kopper zurück. Mit Zinsen. Gib mir eine Woche. Bitte. Hurensohn ist kein Bankier. Er ist ein ehrlicher Mann. Zahl pünktlich und er beschützt dich. Zahl nicht. Hilfe! Was soll das Geschrei, blödes Huhn? Worauf hoffst du? Auf einen Ritter in schimmernder Rüstung? So ungefähr. Halt dich da raus, Graukopf. Nicht dein Problem. Ich zahle, was sie euch schuldet. Sicher nicht. Vespulla hat einen neuen Beschützer. Verschwindet. Geht. Jetzt. Hör mal. Du hast vielleicht zwei Schwerter, aber wir sind zu viert. Ja, vier Männer, um einer Wäscherin Tribut abzuzwingen. Da habe ich wohl nicht viel zu befürchten. Da irrst du dich aber. Ihr Schweine! Los, auf ihn! Bitte, überlass ihn! Nicht umgebracht. Wir werden dich töten. Verfickte Flüche! Schweine! Ich reiß dir die Fresse in Stücke, Mutant! Verdammt! Geh weg! Ich will den zerhacken. Haltet euch die Augen zu! Versuch's doch, du Schwanz! Jetzt links! Links! Du verfluchter Bastard! Komm, komm her. Na komm. Na komm, na komm, 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 komm. Blut besudelt. Alles. Die ganze Arbeit. Umsonst. Dank mir nicht. Es war nicht der Rede wert. Versteh mich nicht falsch. Ich bin dankbar, aber was ich hatte, habe ich alles verloren. Beruhig dich, das geht raus. Ich muss nach Rittersporn fragen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Wir kennen uns. Tja, ich... Doch, ich kenne dich. Du bist dieser Hexer, auf dem ich fast die Vase zerschmettert hätte, als... Naja. Als du Rittersporn rausgeworfen hast. Vom Balkon. Er ist übrigens der Grund meines Besuchs. Weißt du, wo er ist? Bestimmt hurt er schon wieder herum, dieser krächzende Fasan. Der verlogene Schuft. Autsch. Was hat er dir denn getan? Das gleiche wie immer. Dieser König der Schwätzer kam zurück und meinte, diesmal wär's für immer. Und dann, keine Woche später, fand ich ihn am Hafen mit einem Flittchen im Arm. Da platzte mir der Kragen. Erst all die Fragen über die Wäscherinnen aus dem Badehaus und dann das. Ich hab ihn windelweich geprügelt und im hohen Bogen rausgeschmissen. Rittersporn hat dich über andere Wäscherinnen ausgefragt? Rittersporn hat dich über andere Wäscherinnen ausgefragt? Nicht gerade geschickt. Selbst für ihn. Vielleicht steht er ja auf Schaum. Möglich. Aber was wollte er denn eigentlich wissen?
Oh, alles Mögliche, wirklich. Wie es so im Badehaus ist, ob ich Freundinnen dort hätte, wann sie arbeiten würden. Weiß nicht. Vielleicht will er eine in seiner Taverne anstellen. Vielleicht rege ich mich auch umsonst auf. Mit wem hat er denn beim Hafen da gesprochen? Diese Frau, mit der er am Hafen war, wer war sie? Er hat sie als Nichte aus Kovir vorgestellt. Wohl eher aus Hurvir. Ihr Korsett war so eng, der sind schon die Augen aus dem Kopf gequollen. Seine übrigens auch. Garantiert Künstlerin oder Hure. Ist sowieso ein und dasselbe. Danke und viel Glück noch. Danke für deine Hilfe. Hör mal, wenn ich Rittersporn sehe, soll ich ihm irgendwas ausrichten? Nein. Das heißt, sag ihm, er ist eine miese Schlange, aber er darf trotzdem gern vorbeikommen. Tja, der Rittersporn versenkt seine Spuren. Was weiß ich denn? Hier erstmal den ganzen schönen Loot mitnehmen, den lassen wir nicht liegen. 300 Erfahrung, alter Junge. Das geht hier richtig gut ab. Hier gibt's massig Erfahrung. Erstmal wollte ich skillen. Ja, was wollte ich denn eigentlich skillen? Genau. Da kann ich noch nicht weiter, da brauche ich 18 Punkte. Ich habe bis jetzt aber nur 9. Was 9? Ja, 9 habe ich hier verbraucht, genau. Und ich brauche das Doppelte, damit ich hier rein kann. Wow. Das heißt, ich muss den Rest skillen. Trifft alle Gegner in einem bestimmten Umkreis. Igni? Ich will eigentlich Axi. Wo ist denn das hier? Das Ziel wird vorübergehend zum Verbündeten. Das ist ja eigentlich gar nicht, will ich ja, ich weiß ich nicht, ja. Oder skill ich hier mal ein bisschen? Die Schwertskill. Chance auf kritischen Treffer, 6%. Das kriegen wir mit Level 16. Da haben wir schon Platz, aber noch kein Mutagen. Das heißt, ich könnte das da mal reinziehen. Und Paraden zum Reflektieren, ja, das ist, nee. Doch, hier ihr irgendwas. Erhöht die Intensität, ja, ich weiß gar nicht, was das bringt genau. Zwei Gegner gleichzeitig wäre natürlich geil. Rüstungsschmelze. Ja, das ist alles nicht so cool. Um 1 Meter, also 3 Meter. Verlangsamt alle Gegner im Umkreis von 10 Metern. Zwei, Anzahl der Fallen, Standardmodus 1. Was? Aus der Regeneration. Und zerstört Geschosse im Wirkbereich. Erhöht die Intensität. Gegner verlieren im Einfluss Vitalität. Ah, was mache ich denn da? Überdosis, Klingen. Jedes erlernte alchemistische Rezept. Ach, das ist alles doof. Haben wir eigentlich noch ein anderes blaues Mutagen? Das macht 5, 7. 5, 5, 5, 7. Kann ich nicht eigentlich mit... Alchemie, wo bin ich denn, Alter? Kann ich nicht ein grünes Mutagen oder irgendwas herstellen? 2. Nein, kann ich nicht. Karatetsche kann ich herstellen. Machen wir mal. Alles, was wir herstellen können, stellen wir her.
Schatzjäger Gambison. Mariborer Schwert, was war das? Stufe 15. Ja, Schaden ist ganz gut, Dolch ist nicht so gut. Das ist zu hoch. Was haben wir da wieder gefunden? Meistergegenstand, Durchbohrungsschaden, Breitkopf, Bolz mit Köder. Schauen wir den rein. Ach, die verschießt man. Das sind 6 Bolz, Breitkopf. Genau. Text, Breitkopf, Bolzen. Wenn man die verschossen hat, deswegen verschwinden die auch. Jetzt verstehe ich das. Alles klar. Dann habe ich das nicht eingesammelt schon? Ach, egal. Gehen wir nach Elihal. Wo ist denn die? 120 Meter? Da können wir auch noch hinlaufen. Und ich habe mich schon gewundert, warum die Bolzen immer aus dem Inventar verschwinden, wenn ich die da reingelegt habe. Aber ich habe die verwendet. Das heißt, das ist ja... Warum steht hier Level Up? Ah, ich habe noch einen Punkt. Hä? Hatte ich schon 2? Ich bin Level 13? Wann ist das denn passiert? Habe ich überhaupt einen Skillpunkt verteilt jetzt gerade? Ah, ich bin ich doof, Alter. Vitalität um 500. Dann hätten wir 5000. Jeder Teil erhöht den kritischen Schaden. Ja, das wäre natürlich mittelschwer, mittelschwer, schwere Rüstung, Brust. Nein. Ach, ich kann mich nicht entscheiden. Ich kann es einfach nicht. Wahrscheinlich am sinnvollsten einfach den zu skillen. Weil wir ja immer noch angreifen, die meiste Zeit mit dem Schwert. Hat es einfach am meisten Sinn. Logisch. So. Hallo? Ist jemand zu Hause? Willkommen, willkommen. Immer herein. Aha, er ist ein Mann. Das ist ja merkwürdig. Hallo? Ich bin ein Freund von Rittersporn. Ich suche Elihal. Dann bist du hier richtig. Was kann ich für dich tun? Soll etwas gekürzt werden? Soll ich vielleicht die Hose flicken oder die Socken stopfen? Bist du Elihal? Ja. Und mach endlich den Mund wieder zu. Entschuldige, ich dachte, Elihal wäre eine von Rittersporns Freundinnen. Ah, so ist das. Warte kurz. So besser? Du bist also... Elihal. Hast du mit Rittersporn... Ich meine, wie habt ihr euch kennengelernt? Nachts, in einer Taverne. Er war vollkommen betrunken. Oh mein Gott. Und dann? Was ist dann passiert? Wo denkst du hin? Wir haben uns unterhalten. War's das? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, aber eine Sache sollte ich klarstellen. Männer interessieren mich nicht. Das habe ich ihm auch gesagt. Zum Glück ist Rittersporn ein weltoffener Geselle. Wir hatten einen schönen Abend. Danach wurde er ein treuer Kunde. Oh mein Gott, dass ich das sehen darf. Warum kleidest du dich so? Ich weiß, es geht mich nichts an, aber warum... Warum ich mich verkleide? Als Kind habe ich immer davon geträumt, ein Doppler zu werden. Stattdessen bin ich Schneider geworden. Mit Kleidung und Kostümen lassen sich alle Facetten der Persönlichkeit zeigen. Heute bin ich eine redanische Gräfin, morgen ein Strauchdieb vom Hafen... Das ist echte Freiheit. Mhm. Wolltest du nie jemand anders sein? Nicht mal für einen kurzen Augenblick? Ist doch gewiss schrecklich langweilig, immer Hexer zu sein. Ich schaffe es, mich bei Laune zu halten. Ja. Worüber habt ihr denn gesprochen, du und Rittersporn? Worüber habt ihr gesprochen, du und Rittersporn? Hat er etwas Bestimmtes gefragt? Lass mich nachdenken. Wir haben uns ganz normal unterhalten. Aber, ja, er hat immer wieder nach Kalkstein gefragt.
Hätten Rittersporn und ich nicht gleich die Karten auf den Tisch gelegt, würde ich denken, er hätte was mit dem Alchemisten. Er hörte sich wie ein liebeskranker Stenz an. Er wollte ihn wirklich dringend sprechen. Kalkstein in Novigrad? Ich hätte auch nichts dagegen, ihn zu sehen. Du kommst leider zu spät. Die Hexenjäger haben ihn neulich geschnappt und auf einem Scheiterhaufen am Hierarchenplatz verbrannt. Als er starb, gab's ein Riesenspektakel. Beeindruckend. Feuerbestien flogen um den Scheiterhaufen, stiegen in den Himmel und formten explodierende Buchstaben. Wirklich? Und was stand da? Radovid lutscht Schwänze. Oh, wie gut, Alter, wie gut. Radovid lutscht Schwänze, hier steht's nochmal. 1:1 in Witcher einfach, oh mein Gott. Wie genial. Okay, wann hast du Rittersporn zuletzt gesehen? Kommt er häufig in deinen Laden? Ich habe wirklich versucht, ihn zu einem ordentlichen Wams zu überreden. Leider lässt er sich immer nur einen Knopf annähen oder die Hose flicken. Wann hast du ihn zuletzt gesehen? Ist eine Weile her. Er brachte eine von Soltans Jacken und wollte, dass ich eine zusätzliche Tasche aufnähe. Ein seltsamer Wunsch. Ich hatte das Gefühl, dass er in Wahrheit nur mit mir reden wollte. Na gut, danke für deine Hilfe. Danke für deine Hilfe und schön, dich kennengelernt zu haben. Ich kann dir bei vielem helfen. Wenn du eine neue Hose oder ein Wams brauchst, weißt du, wo du mich findest. Aber ich bevorzug doch lieber meine Rüstung. Alter, Elihan, du bist so fertig. Tja, und Radovid lutscht Schwäne, Schwänzi. Sprich mit Molly, Mirabella, die sind alle da so ein bisschen weiter weg. Was ist das für ein Tor? Wo geht's denn da hin eigentlich? Ist das die Burg? Dürfen wir da überhaupt sein? Es ist fast Mitternacht. Oh. Ja, die Stadt ist auch nachts ein bisschen ruhiger. Nicht so viele Leute. Das ist schon gut gemacht. Nicht immer gleichen Leute. Immer hier, dass alles voll ist, sondern nachts sind die Leute weg. Tagsüber ist hier einiges los. Was steht da? Mann von Hurensohn. Verschwinde von hier. Es gibt scheinbar irgendeinen Typen, der heißt Hurensohn und der hat hier Leute. Was zweideutig ist irgendwie. Man sagt, sagt dem Hurensohn, dass er ein Hurensohn ist. Hartode Uhrensohn, Anschlagbrett, schon wieder. Ha, gucken wir mal. Kaufmann. Nö, das wollte ich nicht benutzen. Auftrag, Spukhaus. Ich suche einen Hexer von untadeligem Ruf. Vorzugsweise mit dokumentierter Erfolgsgeschichte und schriftlichen Referenzen. Der die Aufgabe übernimmt, die Ländereien der Residenz vor der Stadt zurück durchkämmen, welche kürzlich von unterzeichneten Graf Kurt Düssart eingenommen wurde, um die Kreatur zu vertreiben oder zu töten, die dort ihr Unwesen treibt. Es wird eine ansehnliche Belohnung garantiert. Es gibt sich die Ehre, Kurt Düssart, Graf von Gnaden, König Volltests, vorübergehende Residenz in Eisvogel. Gewinnturnier, schnelles Geld. Irgendwas, was wir nicht lösen können. Witwer 60 Jahre alt. Warnung, Klugscheißer, der sich jeden Abend an meinen Türrahmen erleichtert hat. Wenn du dies liest, dann aufgemerkt. Ich habe mir eine vorzügliche Zwergenarmbrust gekauft und sitze im Fenster, Tag und Nacht, bis ans Ende aller Zeiten, wenn es sein muss. Und ich warte auf dich. Du kannst dich also entweder auf einen Bolzen zwischen deinen Augen oder im Arsch freuen. Oder ab sofort woanders hinpissen, du dreckiger Schweinehund. Was ist denn das für ein Level eigentlich, der Auftrag? Level 15? Nein, das war's nicht.
Bestie von Ehrendorf. Das war's auch nicht. Rätselmale Kleinweg, mysteriöse Spuren. Keine Ahnung, was das jetzt genau war. Türen werden zugeschlagen. Was ist das denn? Türen werden zugeschlagen, hä? Hexauftrag? Schatzsuche? Nee. Das da. Kurt Dysart. Ah ja, das ist das. Wohnt hier Baronin Lavalette? Hat dich nicht zu interessieren. Die Baronin gibt sich nicht mit jedem ab. Keine Sorge. Ich bin wegen ihrer Kammerzofe hier. Molly. Geh aus dem Weg. Die Baronin reitet aus. Verschwinde! Geralt von Riva vor meiner Tür? Das kann kein Zufall sein. Ich grüße dich, Baronin. Guten Tag, General. Du hast recht. Ich komme nicht ohne Grund. Ich weiß, wer du bist. Aber der Etikette halber, Maria Luisa Lavalette. Ein kaiserlicher General und ein Hexer treffen sich und kennen einander. Erstaunlich. Wir kennen einander. Ich habe vorhin in Vysima getroffen. Hä? Ach so. Ja, wir hatten die Gelegenheit zu einem Gespräch, als der Kaiser mich nach Vysima zitiert hat. Hast du Ärger mit Var Emrys? Nein, dann wärst du längst tot. Ihr habt also gemeinsame Interessen. Aber lass uns woanders reden. Willst du meine Einladung annehmen und mir verraten, was dich hierher führt? Ich suche ein Mädchen namens Molly. Sie soll hier arbeiten. Meine Kammerzofe. Leider ist sie gerade bei meiner lieben Freundin Patricia Wegelbut. Vielleicht kann Geralt uns ja begleiten. Er könnte bei den Rennen mit Molly sprechen. Käme das für dich in Betracht, Hexer? Einem städtischen Spektakel beizuwohnen? Ich finde schon allein zu Wegelboots. Ich denke, ich finde schon zu den Wegelboots. Ist gut. Schau doch später mal bei den Rennen vorbei. Ich halte Ausschau nach dir. Will jetzt nicht diesen Leuten danach laufen. Mich würde nur interessieren, wer war denn eigentlich dieser Typ da eben? Blutigen Baron kennen wir ja, Weidela kennen wir. Elihal Geralt interpretiert einem Nazozyt. Ja, ja, das kennen wir auch. Felicitas Cori kenne ich nicht. Der Bettlerkönig, das gucken wir uns alles erst an, wenn es soweit ist. Graham sagt mir nix. Hansi kennen wir schon. Brauchen wir nicht lesen. Hendrik. Weiß ich nicht. Imlarin. Kennen wir auch. Kaira. Luis Lavalette. Baronin Maria Luisa Lavalette war zu ihrer Zeit des Gesprächszimmer schlechthin in Temerien. Diese Adelige war die Geliebte von König Voltest gewesen und hatte ihm sogar zwei uneheliche Kinder geschenkt. Dies führte zu einem Skandal unter einigen adligen Familien. Griffen zu den Waffen, um einen Aufstand anzuzetteln, der aber von den Männern des Königs brutal niedergeschlagen wurde. Burg Lavalette wurde nach einer hart umkämpften Belagerung vom König erobert. Zum Glück der Baronin hatte Geralt von Riva, König Voltest, damals begleitet und ihren Sohn Arian vor dem Schicksal bewahrt, das ihn sonst als Teilnehmer des Aufstandes ereilt hätte. Luisa Lavalette war dem Hexer sehr dankbar und verlieh ihm ihre Wertschätzung bei ihrem nächsten Zusammentreffen Ausdruck. So, so. Der interessiert mich, dieser Morvan Vorhis, war Kommandant der Division Alba, Offizier mit höchstem Rang und reinrassigen Aristokrat. Er konnte sich mit Stolz als Nilfgaarder bezeichnen, was lediglich Personen dazu zusteht, die in der Hauptstadt des Kaiserreichs oder in deren unmittelbarer Umgebung geboren wurden. Zum Zeitpunkt ihrer ersten Begegnung wusste Geralt nicht, was für eine wichtige Person die Aufgabe hatte, ihm ein paar Routinefragen zu stellen. Wer allerdings den Hexer kennt, weiß, dass das Wissen um den Rang und Status von Morvar keinen großen Unterschied gemacht hätte.
Der Hexer traf ihn Novigrad kurze Zeit später erneut auf Vorhis. Der nilfgaardische General erfreute sich dank des neutralen Status der Stadt, der Gesellschaft von Baronin Louisa Lavalette. Louise Lavalette, Ritter Sporn, Kenma Tamara Strenger. Ach, das ist die Tochter des Barons, kennen wir auch, ja. Kein Wunder also. 19 ist die. Gelang es, ja, okay, die ist jetzt bei den Hexenjägern. Triss Merigold. Kennen wir auch. Die Weberin. Zoltan, wer ist Zoltan? Zwerg, Glücksritter, Veteran von Brenna, unerschütterlicher Optimist, überzeugter Altruist, Freund starker Getränke und rauer Lieder, meisterlicher Quintspieler und vor allem treuer Freund von Geralt und mir. Meine Damen und Herren, darf ich vorstellen, Zoltan Shivai. Wir freundeten uns vor vielen Jahren an, als Geralt und ich vom Krieg gezeichneten Flussland auf Zoltan und seine Leute stießen. Seither hat das Schicksal oft dafür gesorgt, dass sich unsere Wege kreuzten. Und schließlich wurden wir unzertrennliche Gefährten, die miteinander durch dick und dünn gehen. Zu Beginn unserer Geschichte hatte Zoltan und ich gemeinsam ein Geschäft gegründet. Eine Taverne in Novigrad, die Rosmarin und Thymian hieß. Graham, wer war ein Graham? Ein einfacher Fischer. Annabelle. Er spielte Geralt durch Annabelle. Was war ein Annabelle? Ach, das war der Typ mit der Pestmaid, alles klar. Bettlerkönig will ich noch nicht lesen. Der Geist im Baum. Ja, das kennen wir. Blutige Baron Corinne Tilly. Ja, das ist die Leserin, die haben wir auch kennengelernt. Chapelle. Annabelle. Das ist der Geisterturm. Aha. Gut. 1700 Kronen haben wir schon. Nicht schlecht, nicht schlecht. Triff. Nee, jetzt muss ich... Boah. Annabelle ist da 45. Marabelle. Warum sage ich Annabelle? Marabelle. Immer will ich Mirabelle. Marabelle ist auch gleich da irgendwo. Kann ich... Nein, 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 Geralt. Mach das doch nicht. Spring doch da nicht runter. Du bist doch wahnsinnig. Spring zuerst aufs Dach. So. Zuerst aufs Dach. Boah, und ich weiß jetzt schon, dass ich sterb. Oha. Schande, Alter. Das war knapp. Wir sind hier runter. Da. Ah, es ist nur das Glück gehabt, dass wir uns da abgerollt haben und dann da und dann da. Boah. Komm, hier klettert drüber. Hier kann er klettern, ne? So, boom. Entschuldigung, ich suche Marabella. Das bin ich. Warte draußen, wir haben noch Unterricht. Ich kann nicht warten. Es eilt leider. Es geht um Rittersporn. Ich bin Geralt und ich bin... Geralt, ich kenne dich. Gut, wenn du dich dazusetzen willst, dann tu das. Kinder, der Rattenfänger hat leider Fieber, aber dafür haben wir die Ehre, einen echten Hexer willkommen zu heißen, der uns von seinem Beruf erzählen wird. Aber... Hurra! Das ist toll! Du willst sie doch nicht enttäuschen, oder? Also, wer will die erste Frage stellen? Ich! Alle sagen, Hexer sind unzüchtig. Was heißt das? Wir haben eine große Libido. Das verrate ich dir in ein paar Jahren. Ach, Kinder darf man nicht anlegen. Wegen unserer Mutationen haben wir eine überentwickelte Libido.
Libby, was? Wenn ein Mädchen einen Hexer mag, sagt der Hexer, was gibst du mir, damit ich ein Monster töte? Und sie sagt, alles, was du willst. Also sagt der Hexer, hihi, dann gib mir was, das du nicht erwartet hast. Und da kommen die kleinen Hexer her. Kinder, jetzt ist es aber genug. Nächste Frage. Stimmt es, dass Hexer Könige töten? Schenke diesem Gerücht keinen Glauben. Das ist vollkommener Unsinn, wenn sie es verdient haben. Das ist vollkommener Unsinn. Nein, das stimmt nicht. Er lügt! Tut er nicht. Hexer lügen nicht. Sie können lügen, weil sie keine Ritter sind. Wenn ein Drache getötet werden muss, wird ein Ritter gerufen, aber wenn sich ein Zeugling im Müll versteckt, kommt kein Ritter. Also wird ein Hexer gerufen. Genug. Das reicht für heute. Packt eure Sachen, wir sehen uns morgen früh wieder. Hurra! Sagt Meister Geralt auf Wiedersehen. Echt toll, dass du da warst. Ich hätte lieber den Rattenfänger gehört. Also, bitte sag mir, warum du hier bist. Du kommst gleich zur Sache? Danke. Was für eine Qual. Ein Schwarm Neckar ist mir lieber als eine Klasse Zehnjähriger. Der Rattenfänger hat sich nicht beschwert. Ach ja? Wie geht es ihm? Er ist tot. Bubonische Pest, wie es aussieht. Ich wollte die Kinder nicht verunsichern, aber du wolltest über Rittersporn sprechen. Ja, ich suche ihn. Ich weiß, dass du dich mit Rittersporn getroffen hast. Oh ja, der längste Nachmittag meines Lebens. Hat er dir Gedichte vorgetragen? Nein, wir haben zusammen die Welt der Pilze in Bildern durchgeblättert. Vielleicht... Nein, ich will lieber nicht wissen, was er sich dabei gedacht hat. Schimmel, darum ging's ihm. Als er seine Hand von meinem Knie nahm, um auf das Bild eines Penicilliums zu deuten, wusste ich, dass es vorbei ist. Ach, das tut mir aber leid. Er hat ein Gedicht über dich geschrieben. Ich habe ein Gedicht von Rittersporn über dich gefunden. Darin beschreibt er dich als sehr begabt. Wirklich? Hat er meine Poesie erwähnt? Pferde haben mich schon immer fasziniert. Ich wollte schon lange ihre edle Schönheit besingen. Hast du meine Texte bei Rittersporn gesehen? Nur Versuche, ja. Aber mich würde interessieren, wie du sie findest. Nein, nichts gesehen. Höher! Ihre schlanke Peitsche durch die Lüfte flog. Höher! Ein Knall und das Tier gehorchte ihr. Der Hengst jetzt zwischen ihren Schenkeln tanzte. Schon war voll Schweiß das ganze Tier. Tut mir leid, ich verstehe nicht viel von Poesie. Hast du ihn danach denn noch gesehen? Hast du ihn noch mal gesehen, nach dem Vorfall mit den Pilzen? Nein, ich habe sogar überlegt, ihm noch eine Chance zu geben. Er hat ein Herz aus Gold, er braucht nur etwas mehr Disziplin in seinem Leben. Aber er ist nicht wiedergekommen, also glaube ich, dass es vorbei ist. Naja, leb wohl. Danke für deine Hilfe. Lebe wohl. Ich mag nicht, wie mich die alle ansehen, nachdem ich mit denen gesprochen habe. Kehrt wohl aus dem Krieg zurück. Jagner? Jenny? Ah, ein Kämpfer! Ach, guck mal an! Was macht ein Fremder hier? Jagner ist doch... Jetzt habe ich irgendwas geklaut, wollte ich nicht. Jagner ist doch die Kleine aus dem Buckelsumpf. Und der Typ hier, oder? Der Jenny, den kenne ich zwar nicht, da fehlt einer mit der komischen Mütze, aber die Jagner auf jeden Fall. Komm, Oma, eine Biene hat Jagner in den Arsch gebissen. Kannst du das auch? Lass mich in Ruhe! Das sind auf jeden Fall Kinder von dem Dorf dabei. Du bist ein Hexer, stimmt's? Stimmt. Mikula. Zwei Schwerter und ein Wolf um den Hals. Ja. Das tut weh. Sei doch ruhig.